Bea kommt auch noch mit. So, jetzt wird es gleich Nacht. Was wollen wir denn Nacht machen? Wir können nicht viel machen. Wir können uns mal die Forschung zu Ende angucken. Oh, und wir können einfach mal das neue Werkzeug bauen. Also wir hatten die 4 Gold ja eigentlich auch bewahrt für die Forschungsmaschine. Aber wenn wir gleich zu den Schweinen gehen, haben wir eh genug Gold. Boah, das passt schon. Also, wo ist unser Gold? Da ist unser Gold. Gold und Stückchen brauchten wir, glaube ich, nur. Werkzeug, da. Nee, da. Hammer, Fliegennetz, nein, wir wollen das gute Werkzeug. Was wollen wir denn nehmen? Eine Luxusaxt, eine königliche Schaufel oder eine opulente Spitzhacke? Was brauchen wir am meisten? Eigentlich würde ich gerne die Pickaxt nehmen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal die Insel finden mit dem ganzen Stein. Das wäre wahrscheinlich Verschwendung. Wir haben gerade keine Axt. Also bauen wir doch einfach mal die Luxusaxt. Können wir nicht. Oh. Warum werden denn die Forschungspunkte nicht angezeigt, die wir brauchen dafür? Weil hier steht zum Beispiel, wir bräuchten 100 Forschungspunkte. Hier steht gar nichts. Oh. Benutze einen alchemistischen Motor. Oh, 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 oh. So, bevor jetzt wieder jemand schreit, ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich habe nicht dran gedacht. So, da rein. So, Holz. Brenn, 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 brenn. Mann, oh Mann. Und da hat uns irgendwas gebissen in der Nacht. Da sind wir letztes Mal echt nicht am Hunger gestorben, sondern wir wurden in der Nacht gebissen, weil es einfach dunkel war. Und wenn es dunkel ist, total dunkel, kommt einfach so ein Gegner. Auch wenn gar keiner in der Nähe sein muss. Ach, trotzdem erschreckend. Also, ich war vertieft da drin, dieses komische Werkzeug zu bauen, was immer noch nicht geht. Weil da steht, man braucht einen alchemistischen Motor, um mehr zu lernen. Das heißt, das Ding da. Ah, okay. Also so viel zu meiner Idee, wir könnten einfach mal die guten Werkzeuge bauen. Das heißt, wir müssen echt 500 Forschungspunkte zuerst zusammenbekommen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Was ich ziemlich albern finde. Na gut. Essen wir erstmal ein bisschen was. So, da gehen auch gleich die Lebenspunkte hoch. 84. 97, sehr schön. Den Dünger. Lassen wir einfach mal hier. Stöcke kommen mit, Flint kommt mit. Ich suche jetzt die Sachen raus, die wir für das Lager unten rechts brauchen. Macht es denn überhaupt Sinn, wenn wir das Fleisch dem König geben, wenn wir das Gold gar nicht wirklich brauchen? Nö, ne? Das Gold brachte auch nicht sehr viele Forschungspunkte. Wahrscheinlich, weil man es 1:1 gegen Fleisch tauschen kann. Die Tannenzapfen könnten auch hier bleiben. Die sollten wir mal langsam als Feuermittel missbrauchen. Sonst kriegen wir davon zu viele. Und die Blütenblätter können auch hier bleiben. Ich hoffe mal, die werden nicht geklaut. So. Speer in die Hand. Steine haben wir. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Gras, um unten das Lagerfeuer aufzustellen. Wo kommt das mit? Und das mit? Das reicht doch hoffentlich für ein großes Feuer. Und wir brauchen ja kein Gras fürs große Feuer, nur Holz. Ja, Holz gibt's da unten. Das ist okay. Das Feuer brennt immer noch. Ja, ich habe ja in meiner Panik da alles reingeworfen, was ich gerade zur Hand hatte. Sogar die ganzen Blätter. So, an den Spinnen vorbei. Weiter nach Südosten zu unserem zukünftigen Basislager Nummer 3. Wo wir alles reinpacken, was man braucht, um den Sumpf zu überleben. Also auf jeden Fall die eine Rüstung, die wir hätten mitnehmen können. Noch einen kleinen Nahrungsvorrat, den wir einfach da lassen können. Was war das noch? Ein extra Speer? Weiß ich nicht. Der braucht ja doch recht viele Ressourcen. Vor allem braucht er auch Flint, wovon wir nur noch 3 haben. Immer schön dran denken, Kirogon. Aber wir können den Stein da unten mitnehmen. Mit etwas Glück sind da ja 2 drin. Also 2 Flint.
der Hut irritiert mich immer noch. Also, dass der anscheinend nichts macht. So, der erstmal zum Stein. Pickaxe in die Hand. So. Und runter da. Das ist wieder komischer Nebel. Da ist der Stein. Ting, 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 ting. Ein Flint und drei Steine. Vier Steine. Schade. Aber na gut. Wir sollten über jedes Flint, das wir finden, dankbar sein. Nicht erst so meckern. Noch ganz kurz hier gucken, ob irgendwas im Schwarzen ist. Aber ich denke mal nicht, dass in diesem kleinen Streifen unentdecktem Land irgendwas ist. Nö. Gut, dann, wo wir gerade hier unten sind, machen wir gleich das Lager zuerst. Zu den Schweinen. Ja, ich bin jetzt ein wenig enttäuscht, dass ich das Goldwerkzeug nicht herstellen kann. Das heißt, wir brauchen das Gold hier echt nicht. Muss ich mir überlegen. Jetzt wollen wir erstmal Holz hacken. Dafür brauchen wir eine Axt. So. Und du siehst doch gut aus. So. Ah, da ist schon wieder so ein doofer Baum. Wir haben keine Rüstung an. Nee, komm. Der ist langsam genug. Ich hau hier nochmal einen Baum. Weil ich will ganz schnell das Lager da aufbauen, damit wir das später nicht machen müssen. So. Ein Lock, zwei Lock, drei Lock. Weg von dem wandelnden Baum. Lagerfeuer groß. Dahin. So. Jetzt schnappen wir uns das Holz nochmal. Und verpieseln uns einfach. Da will ich nichts riskieren. Gar nichts. So. Speer in die Hand. Und hoch hier. Mann, Mann, Mann. Also, das ist jetzt komisch. Also, wir spielen jetzt schon recht lange. Das stimmt wohl. Wir sind am 25. Tag. Aber dass das vorher nie passiert ist und jetzt schon zum zweiten Mal, ist ein wenig irritierend. Aber gut. Wir machen einfach ein Mischding aus Eintauschen gegen Gold und nicht Eintauschen. Wir geben ihm einfach mal 1, 2, 3, 4 Stück. Das sollte erstmal reichen. Speer nehme ich mal aus der Hand, damit ich ihn nicht aus Versehen angreife. Oh, dann haben wir aber keinen Platz mehr. Okay, muss ich einfach vorsichtig sein. Nugget. 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 So, können wir noch irgendwas hier bei den Schweinen machen? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht was. Also eventuell könnte man hier ja auch die Fallen aufstellen und die Schweine fangen. Aber dafür haben wir nicht genug Ressourcen. Oh, es wird spät. Ich denke nicht, dass wir es bis nach Hause schaffen. Also könnten wir unten beim Basislager Nummer 3 schlafen, aber da ist der doofe Baum. Nee, ist doch alles doof. Ich mache einfach hier ein kleines Lagerfeuer. Oder gleich ein ganz großes. Haben wir halt noch ein Zwischenlager. Es verbraucht nur Stein und davon haben wir eigentlich noch genug. Also ja, hier haben wir jetzt unser Kaninchenlager, unser Farmlager, unser Schweinlager und unser vorgezogenes Sumpflager. Ich musste gerade irgendwie an Gothic denken. Aber ja, das dürfte doch einigermaßen gut funktionieren. So, was haben wir noch zum Verbrennen? Ich will nicht das Gras nehmen, wir haben nur zwei Holz. Ist irgendwo noch ein einigermaßen großer Baum? Ja. Du kommst mal mit und spawnst hoffentlich keinen großen Baummenschen. Das wäre nicht so toll. Sehr schön. Dich verbrennen wir gleich mal. So, klick. So, dich verbrennen wir auch. Und der Schweinekönig pennt bestimmt auch gleich ein. Was können wir jetzt hier noch tun? Und warum haben wir einen Dünger dabei? Wir könnten auf die Karte gucken. Hier gibt es jede Menge Stöckerbüsche. Hier oben sowieso. Im Sumpf eventuell nicht. Also sollten wir hierhin ein paar von den Stöckerbüschen bringen. Oder hier anpflanzen, damit wir in der Nacht, wenn wir mal in einer Schweinebasis sind, auch was hier machen können. Weil jetzt fällt mir gerade nicht so wirklich viel ein, außer Essen.
Das Fleisch könnten wir auch noch verkochen. Ja, können wir mal machen. So. So. So, die Samen auch noch, damit wir tagsüber was zu essen haben. Im Forschomaten stelle ich hier nicht extra auch nochmal hin. Auch wenn wir uns, glaube ich, das sogar leisten könnten, wenn wir noch ein Holz aufheben. Aber das ist ein bisschen albern in jeder Basis, um Forschungsdingens aufzustellen. Da wir uns ja eigentlich primär hier aufhalten, jedenfalls vorerst. Nö, das spare ich mir. Dann gucke ich doch mal, was es noch so für Sachen gibt, die man sich holen könnte. Die Bee-Box. Wir haben noch keine einzige Biene gesehen. Vielleicht hinter dem Sumpf. Das Ding braucht viel zu viele Forschungspunkte. Die Speedy-Farm, also die eine bessere Farm, die müssen wir anscheinend nicht erforschen. Jedenfalls steht da kein Text von wegen, du brauchst die alchemistische Maschine dafür. Und die braucht echt nur noch einen Holzklumpen und ein bisschen Dünger. Das könnten wir also machen, wenn wir zurück in der Schweinefarm sind. Das Ding braucht eine Science Machine. Oh, Science Machine und nicht Engine. Da ist ein Unterschied. Also das eine ist diese komische Strohpuppe, wo man Sachen reinschmeißt. Das ist die Maschine. Und das andere ist Engine, also Motor. Hier, Maschine, Motor. Sehr schön, also die ganz tolle Farm. Warum sehen wir die ganz tolle Farm jetzt nicht mehr? Oh, das ist gar nicht die ganz tolle Farm, das ist der Pot. Ah, stimmt. Das Ding sollten wir auch mal bauen. Wenn wir denn die Forschungspunkte dafür haben. Weil da steht daneben, macht besseres Essen. Besseres Essen klingt schon mal gut. Und es braucht nur Kohle und die Steine. Also ja, wenn gleich Tag wird, jetzt, laufen wir zurück. Nach Nordwesten. Zu unserem Schweinelager. Da gucken wir, wie viel dieser Pott braucht. Und sammeln ganz viel Dünger für die etwas schnellere Farm. So, da geht's lang. Unterwegs noch ein, zwei Samenkörner essen. Damit unser Wilson nicht zu sehr hungern muss. Und für den Fall, dass ich das rote Blinken mal übersehe. Also da hoch. Und dann gucken wir mal, wie das Gras gewachsen ist. Und je nachdem könnten wir... Oh, Stöckchen sollten wir auch mal mitnehmen. Und je nachdem könnten wir mal die Spinnen angehen. Natürlich vorher die neue Rüstung anziehen. Aber wir haben ja schon 4 Fallen da deponiert. Und wenn wir noch ein wenig an Gras finden, könnten wir nochmal so 3, 4 bauen. Das müsste dann auf jeden Fall reichen. Selbst wenn mehrere von den Eiern auf einmal aufgehen. So. 15 Stöckchen, ist okay. Das nehmen wir auch mal mit. Und die angeschlagene Pickaxe, die tragen wir einfach mal vor uns hin. Wir können ja eine Sache in meiner Hand behalten und damit einfach rumlaufen. Sind zwar nur 4%. Ups. Warum hast du die hingeschmissen? Das sollst du doch nicht. Also es sind zwar nur 4%, aber man weiß ja nie, wann genau diese 4% fehlen. Und er schmeißt anscheinend das Ding automatisch nach einer Weile hin, damit man genau das nicht macht, was ich gerade mache. So, du kommst mal dahin. Dünger kommt mit für die Speedy Farm. Wo ist noch mehr Dünger? Da ist mehr Dünger. Hier ist auch ein Ansatz von einer Grasfarm gewesen. So, Büsche tragen auch schon wieder Beeren, jedenfalls die eine. Das wird gleich gegessen. Du hast da einen Haufen gelegt. Ja, geh mal weg, ich will dich nicht angreifen. So. Da ist noch einer, aber leider kein neues Gras. Hm. Ärgerlich. Das konnte man ja nicht direkt düngen. Vielleicht, wenn man einfach so einen Düngehaufen da hinlegt? Nee, ich denke nicht. So, ihr drei auch noch. Ein Dünger fehlt nur noch da. So, jetzt bauen wir eine Speedy Farm und zwar eine Reihe darunter. Achso, ein Holz fehlt noch. So. Eine Speedy Farm. Das Feuer dürfte nicht überspringen, weil das ein großes Lagerfeuer ist. Trotzdem lege ich das ein bisschen weiter oben an. Hier so.
So, und da sind jetzt Stöckchen drumrum. Das ist die Verbesserung. Stöckchen drumrum. Na gut, gucken wir mal. Wir sammeln so viel Dünger, wie wir brauchen, um eine der oberen Farmen fertig zu produzieren. Also das Essen, was da drin ist. Und dann pflanzen wir oben und unten gleichzeitig was ein. Und gucken, wie viel schneller das Schnellere dann nun wirklich ist. So, 4 Stück. Das könnte schon reichen. Ja, die Pflanzen sehen einigermaßen fertig aus. Also, einmal Dünger auf den da. Fertig. Oh, okay. Ein Eggplant. Das ist auf Deutsch eine Avocado. Ich weiß nur, dass ich es nicht mag. So, einmal Dichtdüngen. Einmal Dichtdüngen. Und wir haben keine ungebratenen Samen mehr. Rabe, flieg mal los und hol was. Ah, da ist schon mal einer. Und die Blumenblüten werden anscheinend nicht geklaut. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und Dankeschön für Samen Nummer 2. So, da eine rein. Da eine rein. Und die nächsten Tage mal das so ein bisschen im Auge behalten, was da jetzt bei rauskommt. So, es wird gleich wieder Nacht. Das heißt, wie viele Bretter haben wir hier? 10 Stück. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und bastel noch 2 Kisten. Denn bis wir eine Maschine haben, ist noch so lange hin. Da will ich nicht ohne 2 Kisten auskommen müssen. So, die stelle ich jetzt nicht dahin, wo die anderen sind, sondern einfach mal hier hinten hin. Denn ich habe immer noch Schiss, dass irgendwann ein großes Feuer kommt und dann alles weg ist. Das wäre nicht so toll. Also hier Kiste Nummer 2. Und dann teilen wir das ein wenig auf. Also in die Kisten kommen jetzt Samen. Und sagen wir mal Dünger. Und was können wir noch für die Farm gebrauchen? Also auf jeden Fall Biozeug. Und wir sollten Feuer machen. Haben wir noch irgendwo Kohle liegen? Ich sehe nichts. Okay, dann Holz. 1, 2, 3, 4, 5. So, du da rein. Also ja, Blüten, Samen, Dünger und die Produkte, die bei der Farm rauskommen. Die können alle mal da rein. So, das heißt, wir können hier die Sachen auch rausholen. Maiskolben, da rein. Und dann können wir hier die Ressourcen reinpacken, die wir eigentlich so brauchen. Und fertiges Essen und Krimskrams. So, eine Kiste voll. Genau das komische Ding kann da hinten rein. So. Wolle kann hier bleiben, Tannenzapfen auch, Essen auch. Noch mehr Tannenzapfen. Das Gold können wir schon mal einlagern. Und den Busch pflücken wir mal leer. So. 2 Bretter sind noch übrig. Das lohnt nicht für noch eine 5. Kiste. Also, fertiges Essen kam da rein. Hier kommt Rohessen, Dünger. Und hier haben wir noch 5 Plätze frei. Was gab es noch so an Essen, was wir jetzt gerade nicht haben? Maiskolben haben wir. Diese komische Granatfrucht. Granate. Irgendwas mit Granate hieß die. Die können wir auch noch da reinpacken. Dann Kürbis haben wir. Die Drachenfrucht kommt dann auch noch mit rein. Schon haben wir nur noch 3 Plätze frei. Ja, das passt dann auch schon mal. Und hier haben wir jetzt Platz für anderen Krimskrams. Also die Steine können schon mal wieder zurück. Wir werden erstmal eine ganze Weile kein neues Basislager bauen. Die Rüstung können wir anziehen. Die Saplings. Die lassen wir mal hier. Die nehmen wir später mit, wenn wir hinter dem Sumpf sind. Wenn ich dran denke. Und das Fleisch lassen wir auch mal hier neben dem anderen Fleisch. Wenn wir jetzt Hunger haben, essen wir halt unsere getoasteten Samen und die getoasteten Beeren. So, fast voll. Sehr schön. Grasbüschel sammeln wir weiter ein. Stöckchen haben wir noch genug. Flint, 3 Stück. Ja, das wird langsam ein Problem. Das heißt, nachdem wir jetzt morgen die Spinnen mal probiert haben, sollten wir wirklich gucken, dass wir langsam Richtung Sumpf kommen.
Weil wir müssen hinter den Sumpf, um da Steine zu finden. Also theoretisch könnte man ewig überleben, indem man einfach aus Stöckchen und Gras, was ja beides wieder nachwachsbar ist, immer wieder Fallen baut und die Fallen neben die Kaninchen legt. Aber das ist irgendwie ein wenig langweilig. So, abgespeichert wurde gerade, also machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.